Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu einer neuen Folge von Emergency 4. Heute haben wir mal wieder den Montana-Mod rausgepackt. Und zwar den Montana 2.0.1. Und dieser kann schon weg. Wir haben nämlich heute... Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Aber ich werde mal hier diese Pyrot machen und auf einen Auftrag warten. Mal schauen, wie sich so wieder so wird. Und ich hoffe mal, dass wir ein bisschen bessere FPS bekommen. Hab gerade 40, so 40, 60. Aber wie gesagt, das ist natürlich nicht genug. Ne? Es ist natürlich nicht genug. So. Was haben wir hier? Structure Fire. Ach du Scheiße, wir haben Gebäudebrand. Das heißt, PR advises possible caused by short circuit. Okay. Dann würde ich mal sagen, rufen wir mal die... No volunteers available now. Das gibt's doch nicht. Da muss irgendjemand da sein, weil sonst... Wow, einer... Das ist 2, okay, 2. Wow, 3. Es werden ja immer mehr. Wer hätte es gedacht? Naja. Das ist ja schön. 3 Leute. Wow. Das ist ja schön. Ich glaube, wir brauchen Hilfe vom Dings. Ne? Was macht... Ach nee, warte, okay. Ich hab gerade gedacht, hä, was macht der Feuerwehrmann da? Okay. Aber das war nur der hier, hast du verstanden? So, dann könnt ihr mal alle schon einsteigen. Da ist noch der dritte. Mit seinem Dodge Caravan. Den warten wir schon mal. Machen wir schon mal hier die Master Lights an. Und... Er kann dann auch schon mal hier einsteigen und dann fahren wir mal ganz, ganz schnell. Weil das sieht schon gar nicht mehr so gut aus da. Das sieht schon gar nicht mal so gut aus. Aber, naja. Ach du Scheiße, und da brennt das auch. Ich hoffe mal nicht, dass hier die ganzen Sachen in der Luft gehen. Weil sonst haben wir gleich Probleme. Und zwar Riesenprobleme. Nee, du fährst vorwärts rein oder rückwärts. So, zack, dann einmal bitte schön ausrüsten und löschen. So, haben wir hier noch irgendwo, ich brauche mehr, ohne Scheiß. Das war alles, wofür habe ich euch denn geschickt? Ach, okay, dann reicht der eine wohl. Schau ich mal, vielleicht könnt ihr den noch von hier löschen, wobei ich das eigentlich nicht glaube. So lang ist, glaube ich, der Schlauch, oder doch? Okay, so lang ist der Schlauch. Das hätte ich nicht gedacht, dass der Schlauch so lang ist. Aber hey, ist ja egal, ne? So, und was machen die hier? Ich will hier keinen Stau haben, deswegen schicke ich schon mal hier einen Polizisten hin, bitte. Was soll denn das? So, guten Tag. Das sieht mir hier nach, naja. So, einmal bitte umdrehen. Und sie werde ich dann auch einmal anhalten. So, guten Tag. So, die können dann schon mal einpacken. Nein, da brennt ja noch. Nein, 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 nein. Stopp. Da brennt noch was. So. So, Structure Fire ist completed. Das heißt, wir können erstmal einpacken. Und Leute, wisst ihr, was mich richtig angry macht? Jetzt haben wir da schon einen
Feuer weg? Okay. Wisst ihr, was mich richtig sauer macht? Da hat sich mal Rockstar mal eben entschieden heute. Also heute ist Montag. Der, wie viel denn haben wir heute? Den 24. Da haben sie sich einfach mal entschieden. Hey, ich glaube, wir verschieben nochmal den Termin für die PC-Version. Na super. Und gleichzeitig begeben sie natürlich noch bekannt, dass die Heists kommen. Ja, super. Aber die braucht auch keiner, wenn die PC-Version nicht da ist. Das... Emma, das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Ich meine, jetzt warten die schon so lange, die Leute, ne? PC-Version und so, auf der PC-Version. Das, dann... das finde ich einfach nur richtig asozial. Auf den 16. oder 17. April oder sowas haben die das, glaube ich, verschoben. Das finde ich einfach nur... Das ist einfach total inakzeptabel. Ich meine, die haben ja jetzt schon so... Wir haben ja schon so lange gewartet. Eigentlich sollte das ja schon im Januar kommen. Also wir hätten schon eigentlich schon einen Monat damit spielen können mit GTA 5, ja? Auf dem PC. Wäre geil gewesen, aber nein. Hey, Rockstar sagt sich kurz nochmal davor, einen Monat davor, hey, geil, ich glaube, wir verschieben doch nochmal. Sorry, aber, ich glaube, wir brauchen noch mehr Zeit, weil wir noch ein paar Bugs gefunden haben. Boah, ey. Also sowas finde ich echt asozial. Okay. Wir haben sogar hier ein Buschfeuer. Das heißt, ich hole mal die Buschpolizei. Buschfeuerwehr. 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 Ich schicke mir mal mitten rein. Haben wir hier... Wow, einen. Einen. Das ist ja sehr, sehr, sehr cool. So, der kann noch mal irgendwo einsteigen. So, geil. Gut. Das heißt, ich mach noch mal hier, bitte. Ich brauche jeden Mensch. Jeden. Jeden. Nein. Du kannst mal hier wieder herkommen und dann kannst du auch mal ruhig wieder Feuerwehruniform anziehen, weil dein Kollege kommt jetzt auch und dann bist du nicht mehr alleine. Ach, Mensch. Das geht mir schon so hart auf die Nerven. Und er kann immer noch nicht einsteigen. Komm, du bist unfähig. Du bist unfähig. Und ich glaube, wir brauchen die Feuerwehr von... Von Dings. Von ihnen hier. Und haben wir hier vielleicht noch irgendwo so... Eigentlich habe ich ja jetzt Bock, einfach mal hier so ein Feuerdings drüber zu schießen. Und glaube ich, ganz ehrlich, ich glaube, das mache ich einfach mal zum Spaß. Dann kommt jetzt gleich hier ein Riesenflugzeug an. Da ist es. Da ist es, das Riesenflugzeug. Und das wird gleich erstmal hier schön. Komm Leute, das bringt nichts. Ihr solltet lieber das Ding suchen, das Haus. So, bitte. Gleich ist es da und dann ist sowieso alles schön gelöscht. So. Nee, warte, das wollte ich gar nicht. Ich wollte die so aussteigen lassen. Da ist es auch schon und... Wusch! Yay! Wasser! Jetzt haben wir wenigstens schon mal das Ding gelöscht. Den Wald. Den Wald. Und wir haben sogar hier direkt noch einen Shoplifter. Na super. The owner standing by. Okay. Dann würde ich mal sagen, auf geht's. Wir brauchen hier Leute. Und zwar haben wir einen Typen, der flieht. Oh, ich finde diese Sirene so geil. Oh mein Gott. Zu geil. Einfach zu geil.
Ich entschuldige mich für Lecks oder sonstiges. Es ist einfach so, dass, naja. Und ich glaube, ich wäre mit dem hier sogar schneller gewesen. Mit dem CHP. Was eigentlich kein CHP ist, aber, naja, hey. Boah, diese Sirene. Ja. Zu geil. Aussteige, Polizei. Biete, biete. Okay. Ich denke, er ist festgenommen. Und dann auch noch bei einem Brand, ja. Das war ja mal richtig dumm. Aber hey. Warum nicht? Oh, das Auto ist gerade sogar fast explodiert. Seht ihr mal. Hier die muss eigentlich repariert werden. So. Und dann kann er zur Polizeistation. So, bitte, Mann. Bitte. Oh yeah. Moneda Pass Fire Rescue. Ich finde das so geil, ne? Guckt euch diese Lichter an. Oh ja. Ein Festschmaus. Dann diese hier modernen von dem BCFD Brush Fire Beaverhead Co. Fire. Richtig geil. Finde ich geil. Wirklich. Und ich glaube, der Wagen hat nämlich gleich keinen Tank mehr, ja. Water Supply, das heißt. Aber, hey, nee, doch nicht. Das heißt, der nimmt jetzt gleich erstmal hier das ab. Legt da einen Verteiler hin. Hä? Hey. Nimm das doch ab. Los. Remove Fire Hose. Okay, nee. Warte, da ist einer umgekippt. Ich habe mich gerade schon gewundert. Hä, was ist denn das jetzt? Aber das ist wohl hier das, ne? Call Ambulance. CIS Ambulance is dispatched. Da kommen sie. Die tapferen Männer vom IMS. So. Und zwar mache ich das so. Der nimmt das mal eben hier ab. Der kann das auch nicht abnehmen. What the fuck? Ah, okay, dann kann Hul wieder ein. Kann sich wieder dran schließen. Wir können das einfach nicht abmachen. Na super. Vielleicht sollte vielleicht sogar mal einer reingehen und schauen, was da los ist. Ich denke, dann wird das alles ein bisschen schneller gelöscht. So, ich glaube, die können sogar schon abrüsten, weil die sind halt leer. Die beiden. Entschuldigung. So. Dann können die einpacken. Und da ist auch schon die Ambulanz. So, was hatte der? Ich glaube, Stroke. Ja, keine Ahnung. Der ist irgendwie zusammengefallen wahrscheinlich. So. Und dann kann der da einsteigen. Und die können zur Wache. Habt ihr endlich freie Wichser. Die nicht kommen, weißt du? Von wegen hier freiwillige Feuerwehr, die machen gar nichts. Oh mein Gott, guckt euch diese Ambulanz an. Oh ja, da kriegt man doch gleich einen Orgasmus. Oh ja. Ich glaube, das ist sogar ein Mercedes, wie es aussieht. Mercedes-Ambulanz. Beziehungsweise hier dieser, die Maschine und sowas ist.
Ach, der Wagen ist von Ambulanz, der Grundaufbau. Zumindest sieht das so für mich aus, wie ein Mercedes. Ne, das ist sogar ein Mercedes. Seht doch mal, da ist sogar noch eine Feinstaubplakette drauf. Also, das ist auf jeden Fall ein Mercedes. Ich glaube, das ist aus einem deutschen Mod, beziehungsweise von einem deutschen Modder gemacht worden. Und der hat einfach eine Textur darüber gelegt. Ja, das ist auf jeden Fall eine Feinstaubplakette, sehe ich doch hier. Grün und dann die vier da drauf. Die braucht man übrigens in NRW, falls einer nicht in NRW wohnt oder so. Die Feinstaubplakette ist dafür da, um einfach die Luft reiner zu halten in größeren Städten. Das heißt, wenn jemand, es gibt grün, rot und gelb. Wenn jemand grün hat, dann darf er überall rumfahren. Und gelb heißt nur in den außenstädtischen Bereichen, so zum, ja, keine Ahnung, Industriegebiet oder irgendwie sowas, ich weiß nicht. Halt so Sachen, die jetzt nicht so wichtig sind, halt außenstädtisch. Und dann gibt's halt noch rot, der darf man da, dann darf man halt gar nicht irgendwo in eine Stadt mit so einer Feinstaubplakette fahren. Da sind dann halt so Schilder an der Autobahn oder so ab hier grüne Plakette oder so. Müsste mal drauf achten, wenn er irgendwo in Essen oder Duisburg oder irgendwie sowas sein. Halt im Ruhrgebiet. Und naja. Ganz mal so ein kleiner Fakt am Rande. So, wir müssen jetzt einmal hier mal ganz schnell hin, weil sonst haben wir hier gleich noch ein Feuer. Noch ein Großfeuer. Bei, was ist das hier? Bei der Bank. Hab erst gedacht, das ist so ein Drive, so ein. Ich habe erst gedacht, das ist so ein, irgendwie so ein Fastfood-Laden wegen dem Schalter hier. Ah, ne, das ist ein ATM, genau. Seit wann gibt es denn sowas? Naja. Wir holen hier gleich mal auch das richtige Fahrzeug. Das ist nämlich hier von dem Los Angeles Mod, beziehungsweise von Los Angeles USFS Fire Engine. Das ist, glaube ich, United States Forest Service da. Fire Engine is a real multi-purpose vehicle carrying professionals in the bla bla bla. Das ist halt für Waldbrände zuständig. Und naja. Und es brennen halt jetzt schon wieder vier Bäume. Das ist natürlich sehr schön. Ich guck mal, ob ich nicht vielleicht noch vielleicht noch jemand ist hier, der kommen kann. Hier steht sogar noch einer. Aber wie es aussieht, kommen vielleicht zwei. Zwei. Drei. Einer ist gerade hier rausge. Nee, warte, zwei. Nee, nur zwei. Okay. Egal, da haben wir eine Engine noch mit drei Leuten drin. Das ist schon ganz okay. Aber was heute los ist mit denen, kommen irgendwie gar nicht mehr. Die Leute. Und so. Dann rüstet euch mal aus und löscht das Feuer. So, und ich glaube, die brauchen wir nicht mehr. Nep, okay. Aber die können wir ruhig hier da bleiben. Die Leute, ja. Die sind, glaube ich, da ganz gut aufgehoben. Ja, siehste, wir haben nämlich jetzt schon wieder ein Feuer. Und zwar vom Typ unbekannt, sehr klein. Okay, aber das bedeutet trotzdem, wir müssen da hinfahren und deswegen fahren wir auch da gleich mal hin.
Okay. So, und dann will ich mal sagen, ausrüsten, meine Freunde, ausrüsten. Und das ist jetzt sowieso gleich gelöscht. Sehr, sag ich doch. So, da sind wir fertig schon. Hier fahren sogar Autos rein. Krass, okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber die können zur Wache zurück. Außer es kommen natürlich jetzt noch andere Fahrzeuge. So. Und ja. So. Und dann würde ich mal eben sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß in dieser kleinen Folge, beziehungsweise ich weiß gar nicht, in welcher, ich muss halt schauen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, wenn es wieder heißt Montana, weil es wird jetzt erstmal Montana kommen, weil dieser Mod ist halt einfach geil, ja, er ist einfach geil. Tschüss.